Leute, hinter mir ist ein 113.000 teurer Tesla. Zumindest hat er damals so gekostet. Aber was hat man eigentlich genau für dieses Geld erhalten? Als erstes einfach diesen geilen Schlüssel, der genauso aussieht wie das Auto selbst. Schaut euch einfach selber an. Wie cool ist das denn? Nicht nur ist dieser Schlüssel einfach irgendwie ein cooles Gimmick, sondern auch hat er ganz, ganz viele Funktionen. Und irgendwie am besten funktioniert er im Zusammenhang mit diesem Auto da. Einfach jede Taste auf diesem Schlüssel hat ihre eigene Funktion. Würde man also hier vorne zweimal drücken, dann öffnet sich der Frunk. Und das ist der massivste? Egal. Und das ist der größte Frunk, den man jemals in einem Tesla gesehen hat. Schaut euch selber an. Also jetzt geht er doch... Oh, ja, jetzt ist er auf. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube, hier kann man einfach Menschen entführen. Sollte man auf gar keinen Fall machen, also bitte. Aber auf jeden Fall, schaut euch selber an. Das ist einfach so tief und so groß. Ich glaub's nicht. Und jetzt führe ich einmal so einen Tesla-Test durch. Und zwar kann ich von diesem Schlüssel aus den Frunk auch schließen? Nein, natürlich nicht. 120.000 Fahrzeug. Muss man einfach selber schließen. Ganz ehrlich. Tesla! Mit dem Frunk sind wir mittlerweile durch. Dann lass uns einfach die weiteren Funktionen auf diesem Schlüssel anschauen. Und zwar, wenn ihr zweimal hier oben auf den Schlüssel drückt, dann öffnet sich die Fahrertür. Genial. Des Weiteren, zweimal drücken, dann öffnet sich die Beifahrertür. Auch wieder mega genial. Und das ist noch nicht alles, was dieses Fahrzeug ausmacht. Denn ich glaube, die größte und die schönste Eigenschaft von diesem Tesla sind natürlich seine Falcon Wings Türe. Die man natürlich mit diesen zwei seitlichen Tasten auf dem Schlüssel öffnen kann. Oh, wie geil. Boah, Leute, ich glaub's nicht. Und Leute, schaut euch einfach an, wie viel Platz hier drin ist. Unglaublich. Ich glaube, so als Sechssitzer-Fahrzeug eignet sich es am besten für große Familien. Das ist einfach definitiv so. Von hier mal rechts, mal links. Also hier müsste man schon dann die Sitze so ein bisschen nach vorne schieben, weil es halt sonst hier aktuell bei meinem Verhältnis gar keinen Platz für die Beine. Aber ansonsten... Was ist gerade passiert? Alleine zu beobachten, wie die Türe auf- und zugehen, macht einfach so viel Spaß, weil es ist einfach die größte Schönheit an diesem Fahrzeug. Kann es sein, dass diese Türe genauso das Tesla-Logo ausmachen? Das ist einfach ein großes T, oder? Und genau dasselbe gilt auch für den Frunk. Einfach zweimal drücken und dann geht der Frunk auf. Als Tesla dieses Fahrzeug produziert hat, war deren Ziel Kofferraum ohne Ende. Stauraum gibt es hier jede Menge. Alleine der Frunk hier ist richtig groß. Dann öffnet man hier noch den unteren Bereich. Kann man hier zum Beispiel die Kabel ablegen. Dann geht es hier natürlich auch noch weiter. Mit 720 Liter Kofferraum ist dieses Ding ist einfach massiv. Also ich glaube, mit dem Platz für Getränkekisten wird man hier definitiv versorgt sein. Würde man jetzt also die hintere Taste auf dem Schlüssel einfach gedrückt halten, dann geht der Charging Port auf. Und das Coolste ist auch, es reicht einfach einmal oben auf den Schlüssel zu drücken, damit alle Türen auf einmal zugehen. Alleine dieses T sieht einfach mega geil aus. Außerdem hat er diese riesengeilen 20 oder 21 Zoll Felgen. Hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber was denkt ihr? Die sehen schon irgendwie cool aus, oder? Auch freundlicherweise von der EK Fahrzeugtechnik zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. 90D. Der ist aber schwer. Der Heckspoiler ist auch mega cool. Ich glaube, das coolste Feature an diesem Auto ist, dass wenn ich mich dem Auto einfach so nähere, dann macht er automatisch seine Tür auf. Mann, wie cool ist das denn? Und wenn man die Tür wieder schließen möchte, dann drückt man einfach auf das Bremspedal und dann geht die Tür wieder zu. Unglaublich, oder? Also sowohl damals als auch jetzt sieht der Innenraum ganz aufgeräumt aus. Der einzige Störer an diesem Fahrzeug verbirgt sich hinter diesem Lenkrad. Weil wenn man es hier so genau anschaut, dann sieht man, wie viele Hebel hat das eigentlich hier. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich für Teslas heutzutage. Ha, wie cool, wie so eine Oldschool-Buttons hier auch. Leute, voll cool. Ich wusste eigentlich wirklich nicht, dass man halt mit diesem rechten Rädchen hier die Innenraumtemperatur verstellen kann. Jeden Tag lernt man was Neues dazu, ich sag's euch. Sogar ein Tesla Model X aus 2016 hatte so ein Display vorne. Warum hat das das Model 3 nicht? Hier hat man so eine coole Grafik, die euch eigentlich auch so einen Verbrauch zeigt. Der in dem Sinne eigentlich relativ gut ist. Ich finde
finde aber, dass die Model 3s auch so ein Display bekommen sollten. Oder? Wie findet ihr das? Außenspiegel verstellt man sogar hier? Und nicht in einem Display wie bei neueren Teslas? Auch, dass sein Display ist in dem Sinne so kein modernes Display mehr, wie man es vor anderen Teslas kennt. Aber wie gesagt, für ein 8 Jahre altes Fahrzeug funktioniert das ganze System immer noch ganz flüssig. Nur wahrscheinlich, wenn man so die Karte so ein bisschen raus und reinzoomt, dann glitscht das oder halt buggt oder hängt es ein bisschen. Aber ansonsten ist die Bedienung für so ein altes Fahrzeug eigentlich wunderbar. Dieser Tesla hat übrigens auch ein richtig, richtig geiles Feature. Man kann auch die Fahrwerkshöhe verstellen. Cool. Damals vor 8 Jahren konnte man in so einen Teslas eigentlich kein Netflix oder YouTube gucken. Alles, was man hätte machen können, sind noch so ein Arcade-Spiele spielen. Aber die sind wirklich irgendwie so Atari-Ära. Also wirklich nichts Besonderes. Also keine neuen Spiele wie Cuphead oder Beach Buggy Racing wie bei Model 3 oder Model S. Es gibt hier sogar einen Modus, der die Luft im Innenraum reinhalten kann. Cool. Da dieses Model X Anfang 2016 produziert wurde, hat es ein kostenfreies und lebenslanges Supercharging. Wie geil ist das denn? Läuft! Und es bekommt sogar noch Software-Updates, wie es aussieht. Klar, 2022, aber halt immer noch ganz aktuell. Diese Sitze, wiiii. Hinten gibt's auch solche. Voll geil. Auch die Mittelkonsole hat einfach unglaublich viel Platz hier. Kann man so wirklich zweistufig es verstellen, je nachdem, was man braucht. Und auch Getränkehalter gibt es hier einfach jede Menge von. Ganz ehrlich, hier sind zwei, da hinten sind zwei, hier sind auch noch zwei, eine Maske und geil. Diese Windschutzscheibe ist einfach riesig. Unglaublich, wie groß die wirklich ist. Ich glaube wirklich, die größte als bei jedem anderen Serienauto. Kann es sein? Wow, und die berühmten Sonnenblenden von Model X, die sind eigentlich so magnetisch so dran gehen. Richtig, richtig schön. Also ich bin jetzt eine ganze Woche lang mit diesem Model X unterwegs. Und was kann ich euch Leute sagen? Eigentlich ist dieser Tesla ist so gut wie bester Tesla im Sinne von Komfort. Man hat hier so viel Platz. Ich frage mich jetzt wirklich, wenn ich jetzt mein Model 3 wieder habe, was eigentlich auch demnächst passieren wird, ich würde mich wahrscheinlich auch nochmal wieder dran gewöhnen müssen, weil man auch einerseits richtig, richtig tiefer sitzt und auf der anderen Seite ist einfach selbst für so ein 8 Jahre altes Auto hat es einfach unschlagbar Komfort-Features. Ich weiß auch nicht, Leute, wie es euch geht, aber ich glaube, es ist Zeit für einen Beschleunigungstest. Also 3, 2, 1, go! Oh, und dieser Tesla ist 8 Jahre alt! Also im Großen und Ganzen ist dieser Tesla wirklich das beste Auto von Teslas, was ich bisher gefahren bin. Ich habe natürlich nicht so viel zu vergleichen, denn ich bin bisher nur das Model 3 und das Model Y gefahren. Aber die Features und alleine diese Falcon Wings-Türe in diesem Auto, die machen, glaube ich, alles aus. Aber jetzt auch nochmal zurück zu den berühmten Falcon Wings. Auch sind diese Türe dafür bekannt, dass die richtig, richtig gute Sensoren verbaut haben, die einfach jedes Hindernis vor sich erkennen können. Und genau das werden wir gleich überprüfen. Krass, oder? Und jetzt einmal zumachen. Also lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Tesla haltet. Ist das wirklich der beste Tesla, den man heutzutage für dieses Geld bekommen könnte? Also das sind jetzt meine Eindrücke über dieses richtig, richtig geiles Model X gewesen. Und wenn ihr mehr solche Videos von mir sehen wollt, dann abonniert bitte diesen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns bald. Ciao.